So, ein weiterer Tag. Allerdings ist heute das Wetter nicht so schön. Es regnet auch ein bisschen. Ich bin froh, dass ich die Matten hier hingelegt habe. Die Matten gehen fit. Die sind nicht so nass, wie ich befürchtet habe. Allerdings nieselt es auch. Es wird später ein bisschen doller regnen. Aber es hat den guten Effekt, dass der Schmutz, der hier auf dem Boden ist, nicht gegen die Automaten prasselt durch den Regen. Weil vor ein paar Tagen hat es richtig doll geregnet. Und da ist richtig der ganze Schmutz vom Boden, der Staub, hier gegen geklatscht. Dann muss ich den Automaten nochmal neu reinigen. Aber ja, natürlich muss ich diesen Schmutz hier auch noch entfernen. Was ich heute gemacht habe, ist ein bisschen weiter aufgefüllt. Jetzt haben wir ein bisschen Takis und hier weiter. Und so langsam kommen auch die exotischen Produkte, wie zum Beispiel Pepsi aus Vietnam. Und dann sehen wir weiter. Und ich habe auch gesehen, dass der Umsatz heute bei 11 oder 15 Euro liegt. Klar, es ist nicht viel, aber man muss bedenken, der war noch nicht so voll heute Morgen, wie er jetzt war. Und klar, ich habe auch ein bisschen nachgefüllt, also Red Bull und so ist weggegangen, Uludag ist ziemlich viel weggegangen. Es ist jetzt so, 15 Euro klingt nicht viel, aber man muss bedenken, ich habe es jetzt aufgefüllt, also weiter aufgefüllt und der wird die Tage noch etwas voller, weil jetzt ist er noch nicht so attraktiv. Und die zweite Sache ist die, es muss sich auch ein bisschen herumsprechen, dass hier ein Automat steht, weil ich jetzt die letzten Tage auch die meiste Zeit hier bin, auch am Putzen bin und auffüllen muss und einiges einstellen muss, weil zum Beispiel habe ich hier wieder, ihr könnt in meinen alten Videos schauen, ich habe hier ein paar neue Fächer hinzugefügt und die müssen erstmal hier im System sozusagen programmiert werden, damit er auch weiß, welches Fach und so weiter. Also ich habe neue Fächer hinzugefügt, damit wir mehr Produkte verkaufen können. Und das kostet natürlich ein bisschen viel Zeit. Das heißt, die Leute trauen sich noch nicht hier ran, weil ich die meiste Zeit hier bin. Und die nächsten Tagen, auch wenn das Wetter besser wird, weil wie schon gesagt, heute regnet es ja. Morgen soll das Wetter auf jeden Fall besser werden. Und da bin ich gespannt. Ab nächster Woche kann man dann halt so sagen, wie sich das entwickelt. Weil ab nächster Woche sind die Automaten richtig voll. Und die andere Sache ist halt die, nächste Woche soll es komplett warm werden. Wirklich, ich glaube 25 bis 30 Grad. Daher freue ich mich auf die nächste Woche und dann schaue ich mal, wie sich die Umsätze entwickeln. Die Tage werde ich hier noch ein bisschen voller machen, sodass ich das noch, ja, dass es noch attraktiver wird. Und ich werde heute noch ein bisschen einkaufen, weil ich habe zwar hier amerikanische Produkte geholt, wie Takis oder hier Flips, Sour Patches und so weiter. Aber noch viele Standardsachen fehlen, wie zum Beispiel Cola und so weiter. Und viele Standardsachen fehlen halt noch. Und das werde ich voll machen. Und dann sehen wir weiter. Das ist heute erstmal ein Update. Was ich jetzt auf jeden Fall noch machen muss, ist, das wollte ich heute dringend machen, ist hier die Lücke zu schließen, damit hier kein Regen durchkommt. Zwar kommt so kein Regen durch, aber wenn ein Wind kommt, dann geht da erst Regen durch. Und das Kabel für die Kamera wird heute erneuert. Das werde ich vermutlich heute Abend machen. Ich habe ein vernünftiges Kabel geholt, sodass das auf jeden Fall besser gemacht wird. Und die Kamera, klar, das ist keine teure Kamera, aber vorübergehend reicht diese Kamera. Ich empfehle euch nicht wirklich so eine Kamera zu holen, die ist wirklich verdammt billig. Man erkennt zwar Gesichter und so weiter, aber es gibt schon bessere Kameras. Teilweise habe ich auch Kameras vom Mediamarkt gekauft, die 50 Euro gekostet haben. Die waren aber auch nicht wirklich besser. Hat viele Nachteile gehabt. Da muss ich noch gucken, bis ich eine sehr gute Kamera finde. Die dienen zur Abschreckung, aber heute Abend werde ich die Kamera ein bisschen drehen, dass die wirklich auch so hierhin zeigt. Zwar sehe ich auf der Kamera alles, was hier passiert, aber die Leute fühlen sich dann nicht beobachtet und das erfüllt nicht so ganz seinen Zweck. Und ja, dann werde ich euch weiter Update geben, wenn ich ein bisschen aufgefüllt habe und euch informieren, wie sich das entwickelt. Klar, heute wieder 15 Euro Umsatz gemacht. Ist nicht viel, aber ist ein gutes Zeichen, da wir gerade am Anfang sind und viele Leute noch gar nicht wissen, dass wir überhaupt hier einen Automaten haben. Wenn sich das herumspricht und vor allem, wenn sich Stammkunden bilden, wenn sich Stammkunden entwickeln, die werden uns dann regelmäßig Umsätze einbringen. Und darauf freue ich mich natürlich. Also das Ziel ist es dann langfristig auch Stammkunden hier zu binden. Und die ganzen Nachbarn, die hier ständig vorbeifahren, die sehen uns hier noch am Aufräumen und Tun und Machen. Deswegen kommen die noch nicht. Aber die nächsten Tage, wenn ich dann auch weniger hier bin, dann werden sich die Nachbarn auch mehr hier rantrauen. So, in dem Sinne sehen wir uns dann im nächsten Video, wenn ich ein Update euch mitteile. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, möchtet ihr weiter Updates haben? Weil ich möchte auch die Zahlen offenlegen, was dieser Automat oder diese Automaten beide so an Umsätze machen, wie sich der Standort entwickelt, ob sich das Ganze für mich rentiert an diesem Standort. Und ich würde euch einfach mal komplett Einblick in das gesamte Business geben und euch mitnehmen an diesem Projekt.
Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie findet ihr das? Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es auch in die Kommentare, dann beantworte ich sie vielleicht im nächsten Video. Und allgemein, gebt mir mal euer Feedback in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch Verbesserungsvorschläge, was ich verändern kann. Ich möchte noch einiges ändern. Vielleicht fällt euch was auf, was ich nicht sehe, weil ich so in der Arbeit verwickelt bin, dass ich gerade nicht, vielleicht habe ich die Vogelperspektive nicht und vielleicht seht ihr etwas, was ich nicht sehe und sagt, hey, macht das mal lieber so und so. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf und dann sehen wir uns im nächsten Update-Video.